Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es einen DM-Haul. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Jo, ich habe eine neue Beleuchtung. Vielleicht wisst ihr, dass ich Probleme hatte mit einem Spot. Ja. Also mit einem, wie nennt man das? Mit einer Studiobeleuchtung und ich hatte Probleme mit meinem Ständer. Beim Kameraständer und ich habe mir jetzt ein Ringlicht gegönnt und wie ich dann beim Auspacken und beim Aufbauen festgestellt habe, dieses Ringlicht hat auch einen passenden Kameraständer. Also habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und bin da im Moment sehr, sehr froh darüber. Ich flitze mal eben darüber. Eigentlich gehe ich nur dann in den DM mittlerweile, wenn ich auch Dinge wirklich brauche. Und zwar bin ich in dem DM, weil ich einfach Duschgel brauchte. Wenn ich in DM gehe und nur noch Duschgel kaufe, dann greife ich als allererstes immer zu diesen hier. Und zwar ist das von Balea Duschgel After Sun Dusche. Das ist eigentlich ein Sommerduschgel, um die Sonnencreme-Reste runterzuwaschen und um die Haut so ein bisschen abzukühlen, das Salzwasser runterzuwaschen. Aber ich mag die auch so benutzen, das ganze Jahr über, weil sie unheimlich gut riechen. Und ich habe immer eine in Reserve. Oder zwei. Oh Gott. Die riechen so gut nach Sommerstrand, Meer, Sonnencreme so ein bisschen. Und ja, deswegen mussten diese zwei mit. Aber das ist auch eigentlich die einzige Ausnahme. Normalerweise denke ich mir immer, wenn du Duschgel kaufst, dann warum auch nicht von einer Naturkosmetikmarke, da bist du dir ganz sicher, dass da auch die Natur nicht zu Schaden kommen und solche Sachen, kein Mikroplastik und so weiter. Und deswegen habe ich mir zwei Duschgele von Alverde mitgenommen. Einmal Pflegedusche Bio Olive und Bio Aloe Vera. Ja, der Duft ist ganz, wie soll ich sagen, sehr pflanzlich. Olive rieche ich jetzt nicht so raus, aber so diese Aloe Vera kann man eigentlich ganz gut rausriechen. Und ja, es gibt einfach eine gewisse Frische, ein frischer Duft. Und das nächste ist anscheinend neu. Cremedusche Bio Kokos. Und ich habe daran geschnuppert. Es riecht wirklich sehr gut nach Kokos, sehr angenehm und ja, diese beiden können mein Mann und ich benutzen und ich kaufe meinem Mann jetzt auch nicht spezielle Duschgele, sondern versuche halt ja, so neutrale Düfte zu kaufen, was wir beide benutzen können. Und dann habe ich noch mitgenommen, auch von Alverde, Family Pflegedusche Bio Mango und Bio Feige. Das ist ein sehr schöner, fruchtiger Duft, nicht so künstlich. Und das habe ich mir gedacht für meine Kinder oder auch für die ganze Familie. Meine Kinder brauchen wieder Shampoo. Und dann nehme ich immer dieses hier. Also das heißt immer. Ich habe es erst letztens entdeckt. Und ich wasche meinen Kindern auch die Haare. Und ich merke einfach, dass dieses Shampoo richtig, richtig gut ist. Weil es erstens sehr gut duftet nach Biomalve, Biobronnenbeere und weil man merkt einfach beim Einmassieren des Schaums auf die Kopfhaut, dass es sich richtig seidig anfühlt, dass die Haare keine Knötchen bekommen und das ist auch ohne Silikone und von daher, das ist jetzt im Moment für meine Kinder ein All-Time-Favorite und würde ich mir immer wieder nachkaufen. Dann habe ich für mich das Elvital Pflegeshampoo Tonerde Absolu, frischer, luftiger, reiner Ansatz. Das ist nämlich speziell bei mir das Problem, dass mein Ansatz etwas schneller nachfettet ja, und meine Spitzen dann, wenn sie nicht richtig gepflegt werden,
trocken sind. Und da ist es natürlich nicht einfach, ein gutes Shampoo zu finden. Aber ich hatte das schon mal gehabt. Das war in einer Box drin, in einer Beauty-Box. Und ich habe es verbraucht und oder aufgebraucht und ich war sehr, sehr begeistert. Ich bin eigentlich kein Fan von Elvital und L'Oreal. Greife da meistens auch auf Naturkosmetik zurück. Aber ich habe noch nichts Vergleichbares gefunden. Und von daher, also du merkst richtig beim Aufschäumen, dass die Kopfhaut luftig ist. Also wenn man das Ganze hier einschäumt, dann merkt man richtig, wie ich kann das gar nicht beschreiben, wie soll ich sagen, also es ist schön fluffig, luftig, also man merkt sofort, dass die Kopfhaut frischer wird. Ich kann das absolut nicht beschreiben, aber es ist auch nachher, nach dem Föhnen, man hat man hat ein bisschen mehr Volumen hier oben. Bei mir ist es so, ich habe ziemlich lange Haare und dadurch sind sie schwerer und hier oben ist es dann etwas schwieriger, Volumen zu bekommen. Und bei diesem hier habe ich gemerkt, dass das Volumen, dass ich da einfach ein bisschen mehr Volumen am Ansatz bekomme. Ich habe es noch nicht benutzt, von daher im Moment sind meine Haare doch ziemlich platt, aber mein Ansatz meine ich. Aber also das kann ich weiterempfehlen. Ich weiß, dass es so super, super gut funktioniert für Leute, die einen fettigen Ansatz und dann trockene Spitzen haben. Ich brauche Rasiergel, das ist von Balea. Ich nutze immer diese Rasiergele. Im Moment ist aktuell die Duftrichtung Sweet Passion zu haben. Das kaufe ich immer, weil ich damit einfach am besten klarkomme. Dann habe ich was Neues entdeckt und zwar von Schäbens eine Maske. Ich bin eher ein Freund von Tuchmasken. So cremige Pasten, ja, die sind mir so ein bisschen zu umständlich. Bei einer Tuchmaske kannst du einfach drauflegen, aufs Gesicht einwirken lassen und dann einfach so abziehen. Von daher mag ich Tuchmasken am liebsten. Und dann habe ich diese hier entdeckt, wie gesagt, von Schäbens Hyaluron Hydrogel Maske, Mega Booster, sofort mehr Feuchtigkeit, polstert von innen auf. Ich wollte sie mal ausprobieren, die ist allerdings, was ich dann hinterher festgestellt habe, made in China. Und hier steht auch nicht, ob es vegan ist. Ja, da werde ich mal googeln. Vielleicht finde ich da irgendeine Info für. Ja, ich wollte sie einfach mal ausprobieren und mache ich mir keine Sorgen, dass die Tuchmaske mir nicht passen wird. Da habe ich schon so ein bisschen Probleme mit. Die Masken sind mir entweder zu klein, die Aussparungen um die Augen sind mir zu klein, dann kommt das ganze Serum in die Augen rein dadurch. Von daher, ich probiere es einfach aus und werde euch da berichten in einem aufgebrauchten Video. Dann mussten noch Badesalze mit und dann habe ich mir zwei Stück von Dresdner Essenz mitgenommen. Ruhepause mit Lavendel und Hopfen. Und es riecht wirklich sehr gut nach Lavendel und ja, da freue ich mich schon drauf. So, jetzt muss ich nochmal checken, ob mein Make-up noch sitzt. Das Blöde ist immer, dass ich erst beim Schnitt herausfinde, dass entweder meine Augen verschmiert sind, ich irgendwelche Fussel im Haar habe oder wenn mein Lippenstift verläuft und deswegen immer ein kleiner Zwischensteck. Und weiter geht's. Ich habe mitgenommen Balea Reinigungstücher 3 in einem. Das ist für trockene und sensible Haut. Habe ich nur gekauft, weil ich für die Entfernung des Swatches Reinigungstücher brauche fürs Gesicht. Nutze ich diese nicht, nur in allergrößten Notfällen, weil ich gehört habe auch, dass das nicht so gut für die Haut sein soll, für die Gesichtshaut. Genau. Haushalt und
Nahrung. Dekorative Kosmetik kommt auch noch. Also bleibt dran. Das hier, das ist WC Aktiv G3 in einem von der Firma 00. Ja. Auch da bin ich ein bisschen vorsichtig, was Reinigungs-, Umwelt und so weiter betrifft. Aber auch da ist es immer nicht einfach, ein gutes WC-Reinigungsgel zu finden, was auch lange nachduftet. Und das hier habe ich entdeckt und ausprobiert und deswegen auch nachgekauft, weil es unheimlich gut riecht und gut nachriecht. Das heißt also, wenn man es einmal angewendet hat beim Putzen, dann der Duft bleibt, der bleibt sehr, sehr lange. Und ja, ich bin damit super gut klargekommen und von daher habe ich mir dieses Mal auch geholt. Dann habe ich noch mitgenommen von Das Gesunde Plus Hals- und Rachentee. Dann von Bad Heilbrunner für meine Kinder Biohusten und Bronchialtee. Und Kamilletee haben wir auch immer im Haus. Kamilletee ist einfach auch sehr schön zum Einschlafen. Es ist beruhigend und ich mache es bei meinen Kindern so, dass ich vor dem Schlafengehen ihnen einen Tee mache und mit Strohhalm und dann können sie sich das auf ihr Nachtschränkchen stellen und dann, ja, das ist so eine Art Ritual, was die Kinder gerne mögen und deswegen haben wir eigentlich immer Tee zu Hause. Und dann habe ich noch mitgenommen für mich Erdnussmus von DM Bio. Ich habe auch von Real mal ein Erdnussmus probiert. Beim Real ist es so, dass es ist auch Bio, aber da sind Erdnussstückchen noch drin, schmeckt sehr gut. Aber die sind etwas teurer, die kosten über 2 Euro. Und diese hier sind viel günstiger, schmecken genauso gut. Es haben zwar keine Stückchen drin, aber das schmiere ich mir dann immer aufs Frühstücksbrot, Vollkornbrot. Von Ebelin der Nagellackentferner Express, acetonfrei. Das ist ja dieser Nagellack mit Nagellackentferner mit dem Schwämmchen innen drin, wo man sich dann den Finger reinsteckt, einmal so hin und her dreht und der Nagellack ist dann ab. Dann durfte mit. Und zwar von Essence der Shine Wet Look Lip Gloss. Das habe ich nämlich gesehen bei der Christi Coco, genau. Ich grüße dich an dieser Stelle, falls du das siehst. Aber das habe ich bei ihr im letzten Haul gesehen. Ich glaube, das ist das neueste Video, einer der neuesten Videos. Und sie hat da so davon geschwärmt für einen Lipgloss zu einem günstigen Preis. Also sie hat es mir wirklich sehr schmackhaft gemacht. Und von daher habe ich mir diesen hier mitgenommen. Das ist Watch Me Do. Und ich muss sagen, der ist echt nicht schlecht. Ich habe nämlich... Ich habe nämlich mein NYX Lingerie hier drauf auf meine Lippen und zwar in der Farbe 02 Embellishment und dann habe ich den hier als Topper drauf gegeben und ja, einfach mal um den auszuprobieren und ich finde, das hat einen wirklich, es ergibt ein wirklich sehr, sehr schönes Finish und er klebt auch nicht, wie ich finde, so wie die Christi Coco es auch gesagt hat. Und von daher, ja, ich finde, man kann es auch sehr gut einfach so auftragen auf die Schnelle. Da muss jetzt kein Lippenstift noch drunter. Also ich, wenn ich das Video von ihr nicht gesehen hätte, hätte es mir niemals gekauft. Wäre mir nie aufgefallen. Und dann habe ich von Family for Life. Ich verlinke euch sowieso alle YouTuberinnen, die ich nenne. Alida hat nämlich, also war schon etwas länger her, hat nämlich von diesen, ich meine, das wären die gewesen, von den Superstay Matte Ink Lippenstiften geschwärmt. Und zwar von Maybelline New York.
Ja, und ich habe den so ein bisschen ausgequetscht über Instagram und ja, ich habe mir den jetzt geholt und ich muss sagen, beim Tester, beim Testen und hier beim Auftragen hat man schon sofort gemerkt, dass da wirklich sehr, sehr langanhaltend ist. Also ich habe es kaum abbekommen hier. Ja, ich freue mich dann auf Testen. Das ist die Farbe 15 Lover. Und ja, da gibt es, denke ich mal, auch einen Test. Und dann habe ich bei der Jenny von Miss Girly Jen, die hat ihre Paletten, die Mini-Paletten Declutter gemacht, also aussortiert, ausgemistet. Und dann hat sie nämlich eine oder zwei oder drei Paletten gezeigt von Catrice. The Fresh Nude. Das sind wirklich ganz, ganz schöne Farben. Genau meine Farben. Mein Farbschema, das ist immer, das sind Brauntöne, das sind Rosatöne, Lilatöne, rötliche Töne. Wo mache ich das jetzt? Ja, ich zeige euch das in der Aufnahme. Und ja. Da kann man schon sehen, da. Das sind zwei andere. Die Pigmentierung ist ganz toll und von daher habe ich mir gedacht, na komm, nimmst du mal mit, die kosten nicht viel. Und dann habe ich halt noch gesehen, die matte Version, The Modern Matte. Da sind auch wunderschöne Farben dabei, sehr neutral und auch sehr kühl, muss ich sagen, aber. Ja, matte Töne. Bei meinen Schlupflidern ist es immer sehr wichtig für mich, matte Lidschatten aufzutragen. Genau, und von daher sollte die auch mitkommen. Und wenn Jenny sagt, die sind gut, dann sind sie gut. Und zu guter Letzt habe ich ja, für meine Augenbrauen ein Puder gesucht oder irgendetwas, wie ich meine Augenbrauen formen kann. Und ja, ich habe hier was gefunden. Also es ist für mich auch, es ist ein Problem bei mir, weil ich nie die richtige Farbe für meine Augenbrauen finde. Entweder sind sie zu braun oder zu rotstichig. Ganz schwarz steht mir auch nicht. Also es ist nicht einfach, einen passenden Ton zu finden. Aber dieser hier, ich weiß nicht, ob da in der Kamera genauso rüberkommt wie in Real Life unter Tageslicht. Ja, werde ich gleich beim Schnitt sehen. Aber die kam mir wirklich sehr, sehr nahe. Und zwar ist das von NYX Tame and Frame Tinted Brow Pomade. In der Farbe Espresso. Es soll wasserfest sein und ich habe noch nie eine Pomade gehabt. Ich habe immer Puder gehabt oder Stifte. Und ja, ich wollte das mal ausprobieren und ich bin damit angefangen, das Ganze auszupinseln und also man muss da wirklich ganz, ganz leicht reingehen. Ganz leicht. Sonst wird es einfach zu viel, zu dunkel. Und ja, ich muss erstmal lernen, damit umzugehen. Aber so finde ich, hat das eigentlich einen ganz, ganz guten ersten Eindruck gemacht bei mir. Genau, das war mein DM-Haul und jetzt wollte ich euch zwei Dinge zeigen. Und zwar wurde ich gefragt, ob ich nicht Lust hätte. Ja, ob ich nicht Lust hätte, da was zu testen. Aber das habe ich schon bei einigen YouTuberinnen gesehen und ich habe sogar eine gewonnen bei der lieben Jenny. Miss Girly Jen. Und zwar Summer Food. Das ist ihre Packung, die sie mir geschickt hat, die ich gewonnen habe bei ihr. Und ja, dann vor ein paar Tagen kam dann die Firma Summer Food auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, die zu testen. Und ich war natürlich super begeistert. Es gibt übrigens auch eine Männermaske. Und jo, ich habe meinen Mann gefragt, ob er nicht Lust hätte, die zu testen. Ganz begeistert war er ja nicht, aber wir schauen mal. Also darüber wird es eine Review geben. Ich habe das, ich glaube, vor einem Monat bestellt.
weil ich wieder Werbungen testen wollte, ob sie wirklich das versprechen, das halten, was sie versprechen, genau diese. Ja, da habe ich ja einmal die Mascara getestet und das Acrylgel, ne, von diesen Werbungen, die wirklich sich an fremden Videos bedienen. Ja, ich habe mir Wimpern bestellt und wie gesagt, ich habe wirklich einen Monat darauf gewartet. Die kommen direkt aus, das habe ich aber nicht gewusst, aus China. Und ja, da habe ich eine Werbung gesehen. Und zwar sind das Wimpern, die kein Wimpernkleber brauchen. Genau. Glam, Volume und Sexy. Ja, darüber wird jetzt auch eine Review geben. Und ja, man braucht keinen Wimpernkleber dazu. Man kann die einfach so aufsetzen. Dann kann auch ganz einfach wieder abziehen. Und ja, ich bin mal gespannt. Und ja, werde das dann mal austesten. Aber 4 Wochen. Und die waren nicht teuer. Die haben nur 2,50 Euro gekostet im Angebot. Da konnte ich natürlich nicht Nein sagen, aber ich ärgere mich natürlich jetzt darüber, warum habe ich mir nicht 2 bestellt für 5 Euro. Kann ja sein, dass sie doch gut sind. Na, egal. So, das war mein Beauty Haul für den Monat Januar. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.